Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren C64 Adventstürchen. Ja, heute ist Montezumas Rache dran. Montezumas Revanche. Ja, 1984 erschienen. Wir machen einfach mal Level 1 und schauen einfach mal, was so passiert. Von den Parker Brothers. So, wir sind hier ein kleines Männchen. Und müssen schauen, dass wir hier zum Beispiel diese Schlüssel einsammeln. Da 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 dam, dam. Und einfach mal schauen, dass wir mal so weit wie möglich kommen. Dieses Spiel ist auch relativ schwer, möchte ich sagen. Zip, schon haben wir eine Tür geöffnet. Oh, böse Snake. So. Böses Feuer dürfen wir natürlich nicht reinfallen. Ist klar. Zack, 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 zack. Oh, hier kommen wir nicht weiter. Gut. Zup. Au, runterfallen darf man auch nicht. Zack. Zack. Autsch. Machen wir was anderes. Okay, so funktioniert das Ganze nicht. Ein Schlüssel. So, jetzt müssen wir aber schauen, dass wir irgendwie auf diese Leiter da kommen. Ja, das war ja wieder Käse. Ach, das wird nicht lange dauern, dann haben wir Game Over am Start. Ja, und ich glaube jetzt. Noch nicht? Boah, es ist fies. Wie kommt man denn da ran? Gut, das probieren wir gleich nochmal. So. Ach, wir haben Continue. Ach, das ist schön. Gut. Haben wir schon mal zwei Keys? Können wir mal schauen, dass wir hier irgendwie weiterkommen? So, den haben wir schon erledigt. Jetzt haben wir ja hier den blauen Schlüssel, nicht wahr? Und einen Hammer. Mit dem Hammer können wir Gegner wegmachen. Oder was auch immer das ist. Der Stab der Vergeltung. Was machen wir denn hier? Das sieht ja käsig aus. Olle Spinnen. Oh, wir haben ihn nicht mehr. Ach, der gilt nur für ein Bildschirm. Ah. Alles klar. Hier bekommen wir jetzt doch eine Waffe. So, hier brauchen wir jetzt zwei blaue und zwei rote Schlüssel. Fies. Zip. So. Ach, jetzt haben wir das Messer eingesetzt. Genau hier hätten wir es gebraucht. Scheiße. Oder wir opfern einfach ein Leben. Oder zwei. Und tschüpp. Ach, so ein Laufband. Oh, fies. Boah, das ist eine richtig fiese Stelle. Wie machen wir das denn am geschicktesten? Ich weiß noch nicht. Also hier gibt es zwei Schlüssel zu holen, oder? Einmal da oben. So, zip, zip. Man sollte es ja mal mit Springen probieren, nicht wahr? Du solltest hineinsammeln, du Stinker. Ja, gut. Hey. Ah, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir. Ob wir jetzt doch mal so schön da durchkommen? Ja, sieht gut aus. Kommen wir da hoch? Ja, fantastisch. Gut. Dann haben wir schon mal zwei blaue und einen roten Schlüssel. Und jetzt müssten wir quasi einen blauen für einen roten und einen blauen Schlüssel opfern. Unser komisches Messer, was wir leider schon wieder eingesetzt haben. Ach Mist, die Kacke. So. La Cucaracha.
Cucaracha, la Cucaracha. Yay, 10.000 Punkte für uns. Kohle for the win. Ey. Das war nun wirklich nicht hoch. So. Gehen wir mal ganz entspannt an die Sache. So. Komm schon. So. Ach. Pschu. So, meine lieben Freunde. Jetzt haben wir zwei blaue und zwei rote Schlüssel. Müssen wir jetzt hier lang? Ja. Blau, blau, rot. Ja, voila. Mensch, klasse. Jupp. So funktioniert Montezumas Rache. Oha. Diamonds are the girl's best friend. Ja. Also auf jeden Fall müssen wir da nicht mehr hoch. Also müssen wir nicht mehr diesen beschissenen Weg da hochgehen. Ach du. Kriegst ja die Tür nicht so. Hier geht's nur um Diamanten, oder? Oh, das sieht doch mal richtig fies aus, oder? Phew. Dun, 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 dun. Ehrlich, ich bin noch nie so weit gekommen. Nee. Gott bewahre. Ist das Spiel vielleicht gar nicht mal so schwer in diesem Schwierigkeitsgrad? Ich brauche auf jeden Fall jetzt diesen... Ach so. Ah, I see. I platsch. Gibt's ein Continue wie eben gerade? Okay, Game Over. Nö. Okay. Wir haben es leider nicht ganz geschafft. Jetzt machen wir mal Nummer 2 hier. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Tja. So, jetzt wird das Ganze wohl ein bisschen fieser. Mal schauen. Jupp. Zip. Genau, jetzt brauchen wir für links und für rechts einen Schlüssel. Jupp, jupp. Zip. Ah, machen wir es mal so. Das ist quasi jetzt nochmal dasselbe, nur ein bisschen fieser. Hm. Jetzt gibt es noch mehr Schlüssel. Jetzt ist hier eine Wand. I see. Jupp. Zip. Schon zwei grüne Schlüssel. Na Mensch. Warum klettern die da runter? Wie unfair. So, ganz schnell geholt hier. Schade, dass hier wieder ein schöner Soundtrack fehlt. Okay, der Level hat sich tatsächlich verändert. Ja. Flamme, Gegner, alles Instant Death. Na, komm schon. Sind wir wieder hier oben? Gut. Wo geht's denn hier? Aha. Ja, unsere Items sind voll, würde ich sagen. Mahatsch. Ah, wir haben wieder 10.000. Ach, und dann kriegen wir, glaube ich, ein extra Leben. Alles klar. Alter. Das sieht ja ganz anders aus, ne? Zweiter Durchgang so, irgendwie so.
Das sollte man nicht tun. Nicht nachmachen. Wir haben noch zwei Leben. Das sind diese grünen, gelben Hütchen unter den Schlüsseln. Zip. So. Ach so, wir sind voll. Zip, zip. Ach. Okay. Na. Okay, jetzt haben wir zwei rote Schlüssel. Mal gucken, was wir damit anstellen. Ah. So, so. Was ist hier? Oh, okay. Da unten die Tür, die brauchen wir doch eigentlich gar nicht öffnen, glaube ich. Okay. Ey, wir können Diamanten langsam. Okay. So, jetzt haben wir aber einen roten Schlüssel nur. Ach, reicht auch. Nein! Oh, ist das gemein! Oh, wie fies mit dem Schädel! Jetzt brauchen wir die blauen Schlüssel. Ja! Tschuk, tschuk, tschuk. Nee, rot! Oh, ich verplaner. Was wollen wir denn jetzt mit blau? So. Na gut, zumindest machen sie Sinn. Ah, hier sind die roten. Oh, jetzt müssen wir wieder zurücklatschen. Okay. So langsam kriegen wir das hin. Jip. Ist das mies hier? Da brauchen wir bestimmt eine Fackel oder sowas, ne? Hier ist auch so duster. Ih, da kam eine Spinne hoch. Angriff der achtbeinigen Monster. So. Okay, die Richtung war irgendwie kacke. Irgendwie kecko. Das war unser Game Over. Haben wir noch Continue oder sowas? Nö. Alles klar. Gut, habe ich euch mal die erste und zweite und... Ach, kommt. Wir gehen noch in die dritte. So viel Zeit muss sein. Dann habt ihr mal alles gesehen. So, gleiches Spielprinzip. We need a key. Das fand ich damals immer geckig. Okay, bis hierhin ist es ja immer gleich, ne? Aber es wird dann wohl doch richtig ekelhaft fies. Der hat sich jetzt auch nicht viel verändert, außer... Aha. Machen wir uns mal den Key. So. Zip. Wo brauchen wir jetzt die grünen Schlüssel? Hier kriegen wir erstmal einen blauen. Doch gleich, oder? Wo bin ich denn da lang gelaufen eben gerade? Stufe 3.
Aber auch nicht gerade nett. So, komm schon. Ach, ich hab voll. Und ich hab verkeckert. So. Jetzt können wir bestimmt keine Diamanten einsammeln. Richtig. So, jetzt aber komm ganz schnell auf. Ach. Finde ich natürlich doof, dass man erstmal schlüssellos werden muss, um Diamanten einzusammeln. Dachte, es wäre so wurscht. Einer offen. Da kriegt man ja gar keine Points. So. Jeep. Aus dem bisschen Höhe. Jetzt haben wir's. Und das können wir jetzt hier oben wieder durchglitschen, denke ich mal. Jo. Da 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 da. Trotzdem fehlt sie an Mucke. Oh yeah. Gleich haben wir es hinter uns. So, einmal so, einmal so. Ach, alles klar. Gut. Das war's jetzt wirklich mit Montezumas Rache. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Türchen. Bis dann. Ciao.